So, hi und herzlich willkommen zum nächsten Fahrzeugvorstellungsvideo. Guido hat ja schon vorgelegt. Heute haben wir unseren Hawk ND dabei. War ursprünglich tatsächlich mal gedacht gewesen als Vorführer, das Auto. Ist mittlerweile zum Rennwagen für die Time Attack mutiert und auch zu Danieles privatem Spielzeug auf der Nordschleife. Fangen wir vorne an. Okay, dann fangen wir vorne an. Fangen wir ganz vorne an. Unsere Odula Frontlippe da drauf oder Odula Style. Kommt auch mit Teilegutachten. Also könnt ihr bei euch zu Hause auch problemlos verbauen und eintragen. Das ist überhaupt kein Problem. Dann König Hypergram 9x17 ET45 auf dem Auto. Eine StopTech 282er Anlage mit Hawk-Belegen drauf. Da haben wir am Wochenende in Oschersleben tatsächlich wieder festgestellt, dass das Ding unfassbar gut bremst. Also ich habe erst am Sonntag mit Dominik Sternberg drüber gehabt, der ist ein paar Runden hinter mir hergefahren, der hat gemeint gehabt, ich finde es unfassbar, wie spät du mit dem Auto bremsen kannst. Und es bleibt trotzdem noch sehr, sehr stabil, also Hochachtung, die Bremsanlage, die funktioniert wirklich, das ist krank. Das ist krank, wie du das Ding angeln kannst. Genau, Fahrwerk ist ein Silvers Neo Max 2-Way drin. Deswegen, damit das Auto auch halt eben für die Rennträger entsprechend gewappnet ist. Du kannst Zug- und Druckstufe separat voneinander verstellen. Das ist auch immer ganz angenehm, wenn du halt eben auf der Rennstrecke dann spontan noch merkst, okay, du hast irgendwo einen Untersteuern auf Gas oder sonst was. Hatten wir am Wochenende in Oschersleben auch erst wieder gehabt, dass das Auto halt eben auf dem Gas, wenn du aus der Kurve nochmal ein bisschen rauslenken wolltest, dass er halt eben angefangen hat zu untersteuern und du gefühlt mit dem Lenkrad relativ viel machen konntest, ohne dass das aufs Auto ausgewirkt hat. Genau, da können wir vielleicht mal in einem separaten Video drauf eingehen, am besten mit dem Daniele zusammen, wie man was stellt, wenn was passiert. Das ist ja nämlich immer eine Wissenschaft für sich. Ja. Oder mit dem Nico Hahn, der ist da nämlich auch Experte für. Genau, die Felgen sind rundherum drauf. Auf der Hinterachse haben wir dann StopTech-Scheiben, ebenfalls mit Hawk-Belegen drauf. Langgang CRS in 245 4017. Das ist wirklich ein exzellenter Reifen, also das, was wir bis jetzt in der Time Attack mit dem Auto gefahren sind, also was ich damit gefahren bin, sowohl nass wie auch trocken, wo ich auf meinem Privatauto einen AR1 vorher hatte, mittlerweile auch ein CRS drauf, ist wirklich der bessere Reifen tatsächlich. Egal, ob es halt eben ein bisschen nass auf der Strecke ist oder ob du wirklich Trockengrip brauchst, wahnsinnig guter Reifen. Unsere Seitenschwelle auf dem Auto. Wegen Gewicht und auch ein bisschen wegen der Aerodynamik haben wir das originale Verdeck hinten rausgeworfen, kam Carbon-Hardtop drauf. Damit die Aerodynamik auch hinten wirklich was zu tun hat, haben wir hinten noch einen Verus-Spoiler drauf, den man dann auch nochmal über das Lochbild in der Neigung verstellen kann. Ist auch ziemlich angenehm, wenn du halt auf der Rennstrecke unterwegs bist und nur noch irgendwo ein bisschen was an der Aero drehen willst. Machen wir mal die Haube auf. Hier drunter versteckt sich relativ einfach ein originaler G184-Motor. Fächerkrümmer haben wir gemacht dran und komplette Abgasanlage unten drunter und halt eben Hardrace-Domstrebe, Catchcan drin, ist halt eben auch alles für die Rennstrecke gescheit hält. Das Auto hat natürlich auch das komplette Hardrace-Unterbodenstreben-Paket, einfach um nochmal ein bisschen Steifigkeit in die Karosse zu bekommen, genauso wie vorne und hinten halt eben die Domstrebe. Bringt nochmal ein bisschen zusätzliche Steifigkeit in das Auto rein, merkt man auch tatsächlich auf der Rennstrecke. So, im Innenraum haben wir dann ein Lenkrad von uns verbaut, einen Cooler-Workshifter. Der Feuerlöscher ist eigentlich nur für die Time Attack hier drin. Der Jan wollte damals unbedingt, weil das Auto halt eben ursprünglich weiß war und für so eine S2000 Optik wollte er halt eben rote Recaro Pole Positions haben.
Jetzt, wo das Auto rot ist, gefällt es mir tatsächlich sogar besser, wie wo es weiß war. Schrot-Vierpunktgurte und einen Überrollbügel von uns, mal eben auch nochmal ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Ja, viel mehr ist im Innenraum tatsächlich nicht gemacht. Wie gesagt, das Verdeck ist halt eben rausgeflogen wegen Gewicht. Nach dem ersten Lauf Oschersleben kam noch eine Carsperre rein. So, hier vorne haben wir dann noch unseren Ölkühler sitzen, um die ganze Temperatursituation noch ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Und hier vorne sieht man dann noch den Schnorchel von unserem Cold Intake. Wie man sieht, war das Auto für sehr, sehr viele Sachen der Prototyp, sage ich mal, oder das Entwicklungsfahrzeug, um dann halt eben nachher ein fertiges Produkt für euch auch auf der Straße adaptierbar entwickeln zu können. Und halt eben auch vorher zu testen, ob es halt eben auch tatsächlich den gewünschten Erfolg bringt. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit an dem doch relativ aufregenden Auto. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich denke mal, der Sebastian wird vielleicht mal ein paar Fahrausschnitte oder sowas jetzt hier reinschneiden. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.